Hallo und herzlich willkommen. In diesem Beitrag geht es wieder um eine weitere Textsorte, die euch im Abitur erwarten kann. Es sind ja insgesamt 6 verschiedene Textarten, von denen der zuständige Lehrer 3, 4 wählt und 3 euch vorgelegt werden, aus denen ihr dann die Schreibaufgabe entnehmt. Heute soll es um die Erörterung pragmatischer Texte, also meine Texterörterung, gehen. Zunächst geht es los mit dem Einleitungssatz, der Titel, Autor, Entstehungsjahr, Jahr der Veröffentlichung und das Thema beinhaltet. Den Hauptteil könnt ihr wieder so einordnen, wie es für euch unter dem Aspekt der Leserführung am besten geeignet ist. Ihr solltet daran denken, dass ihr bei allen Texten aber immer diese Struktur versucht zu übernehmen, denn die ist ja vom Ministerium vorgesehen und hat darum auch ihren Sinn. Der Hauptteil soll zunächst die strukturierte Inhaltsangabe des Ausgangstextes wiedergeben. Achtet dabei darauf, dass ihr alle Aspekte aus einer Inhaltsangabe aufgreift und diese gemäß den Regeln für eine Inhaltsangabe verwendet. Also ihr sollt die Position des Aufbaus, die zentrale Problemstellung, den Aufbau und zentrale Aussagen erstmal auswerten und dann in der Synthese den Text bewerten. Zum Beispiel in Hinsicht auf die Aufgabenstellung und den zu erörternden Aspekt. Darauf folgt die kritische und strukturierte Auseinandersetzung mit dem Text und dem Thema oder der These, die aus dem Text entnommen werden kann. Ihr könnt sie bestätigen durch eigene Erkenntnisse, Erfahrungen, entkräften durch Gegenargumente und Beispiele, relativieren durch differenzierte Ergänzungen, entwickeln und begründen des eigenen Standpunktes unter Zuhilfenahme von Zusatzwissen solltet ihr auch nicht vergessen. Insgesamt solltet ihr euch in diesem Abschnitt mit dem Text auseinandersetzen und mit seinen Aussagen. Das setzt voraus, dass ihr die Aussagen des Textes zuvor herausgearbeitet habt. Im Schluss wendet ihr einen Aktualitätsbezug ein und ordnet die Problematik in den aktuellen Kontext oder in die aktuelle Zeit ein. Wenn ihr das gemacht habt, ist schon alles gelaufen und ihr könnt das Abitur für euch verbuchen. Achtet dabei darauf, dass ihr wirklich eine gute Struktur einhaltet. Denn nur durch die Struktur könnt ihr es wirklich auch schaffen, euch wirklich sinnvoll am Text entlang zu arbeiten. Wie ihr an die Texte in der Abiturprüfung rangeht und welche Tipps ich euch geben würde, dazu werde ich nochmal ein eigenes Video posten. Schaut euch aber auch an, wie man eine Inhaltsangabe schreibt, denn das kann euch im Fall eines Falles, nämlich in der Prüfung, wirklich gut helfen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!